Hey, ihr da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, Dieb. Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht, hm? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Lords seinem Zuhause gelten sollten. Rorikstadt. Ich komme aus Rorikstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau, Mara, Dibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgin. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilod immer noch seinen Wacholderbeerenmet braut. Ins Haus, sofort. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Oh! Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, die... Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht Bogenschützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet! Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? Das ist unser Stichwort. Und zwar, wer sind wir? Wir sind... noch niemand, aber im echten Leben. Und zwar bin ich wieder da, und zwar Johannes für Rage Gamers RP. Und zwar mit einem neuen Spiel, mit einem neuen RP von einem Spiel, und zwar von einem meiner Lieblingsspiele, und zwar ist es Skyrim. Muss ich schon an der Steuerung, das ist ein Spiel auf der PlayStation 3. Also nicht wundern, wenn die Grafik nicht ganz so toll ist wie im Computer und so. Aber ich fand es angenehmer auf der PlayStation aufzunehmen. Ja, ich hatte Bock, ein neues LP zu machen. Lange ist nichts hochgeladen, kein LOL da und so. Ich will nicht immer nur GTA hochladen, ich weiß nicht, ich mag das nicht. Es ist immer nur das Gleiche. Ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier Skyrim und das ist der erste Part. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Ich weiß noch nicht genau, was ich spielen will.
Ich nehme was mit. Ich nehme mal einen Ort. Ah, das ist schlecht aus. Ich möchte eher was spielen mit Zweihandwaffe oder mit Schild, also oder mit schwerer Rüstung. Also nehme ich auch was dafür, was dafür gut, sich gut eignet. Und das sind die Nord und die Orks die besten, glaube ich. Und da mache ich mir lieber einen. Okay, wir machen keinen Schmutz, finde ich nicht gut. Na, keine Ahnung, na. Sowas. Scheiß doch nach. Bemalung. Schaut alles ziemlich retarded aus. Ich glaube, ich lasse. Okay, Nasenhaut. Ich finde das Gesicht ist eigentlich ganz okay. Das ist mir auch alles ziemlich egal, okay, die Augen vor. Ja. Alright, die. What the fuck? Na, Charakter aufnehmen wir mal ganz normal. Ja. Das ist echt ganz schön. Die Augenbrauen, ja, das finde ich echt auch. Ja, das ist mir eigentlich alles ziemlich egal. Farbe, scheiß drauf, ich will echt nur die Haare, genau die Haare. So, schauen wir mal nach. Und zwar, ich weiß nicht. Ich mache übrigens 15 Minuten Folgen, also die erste Folge wird wahrscheinlich ziemlich schnell aus sein. Vollbart, wenn es gehen würde. Ach, der ist doch gut. So. Dich männlich. Weiter. Oh, fertig, okay. Geben unserem Spiel einen Namen und zwar nennen wir ihn einfach. Nennen wir ihn einfach mal. Da steht schon. Jetzt mein Name, das ist ja schon mal schön. Das mit Zahlen, ich weiß nämlich nicht. Das geht sogar, okay. Ihr habt euch eine schlechte Zeit ausgesucht, um nach Himmelsrand heimzukehren, Stammesgenosse. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Ja, ist ja nett. Befehlt, ich nehme kurz was zu trinken. Es tut mir leid. Wenigstens stirbt ihr hier, in eurem Heimatland. Folgt dem Hauptmann, Gefangener.
Frick Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Held. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Okay. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Es ist nichts. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab. Oh, damn. Könnt ihr das auch sagen? Schaut ziemlich schlecht aus für unseren Kumpanen hier. Ja, mit denen ist nicht zu spaßen. Das ist gewiss. Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Zerlumpter Nord, ihr seid dran. Ah, damn, das bin ich. Oh. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, ich weiß nicht. Das hört sich nicht gut an. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Ja, ich kann schon. Kein Problem. Bitte nicht hier zu stressen. Warte, liegt noch der Schädel drin. Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Wachposten, was habt ihr gesehen? What the fuck? Ich echte den Wolken! Ein Drache! Ein Drache? Ist das möglich? Oh, schön. Ja! Dodge Reno. Nade Reno. Oh, shit. Was ist genau? Jesus. Oh, Jesus. Die Götter werden uns keine zweite Chance gewähren. Was zu sagen? Der eine blöde Sau. Ja, und? Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Oh Gott! Jetzt! Hoch durch den Turm! Los! Los geht's! Wir müssen nur einige von diesen Felsen. Oh, dang. Zurück! Oh. Das Gasthaus auf der anderen Seite? Springt durch das Dach und lauft immer weiter! Okay, sagen wir, das war springen. Lauft immer weiter, die laufen mal. Tapfer, Junge, das macht ihr sehr. Stop. Mate. Thorolf! Immer noch am Leben? Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiden, Antwar. Na gut. Oh shit, ich geh jetzt mal mit. Scheiße, wie springt das nochmal? Aha. Oh shit. Schnell, folgt mir! Okay. Oh, jetzt sind es nur noch wir. Noch immer auf uns zu. Oh shit. Get fed up again. Fucking hell.
Verräter! Aus dem Weg! Wir fliehen, Hadwar! Diesmal haltet ihr uns nicht auf! Ich hoffe, der Herr bringt euch alle nach Sovngarde! Okay. Los, die Festung! Kleinste Festung, bringt die Festung. Okay, wir gehen. Wir schließen uns den kaiserlichen an. Okay, das wir sehen. Screen. Naja, das ist für den ersten Part und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Okay, jetzt kommen wir kurz so. Sieht aus, als seien wir die einzigen Überlebenden. Ist auch egal. War das wirklich ein Drache? Ein Bringer des Endes aller Tage? Das war es auf jeden Fall für den ersten Part, zumindest über 17 Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich euch bitten, ein Like da zu lassen, zu abonnieren. Oder das Ganze zu kommentieren, was ich besser machen kann, was eh schon gut ist. Oder ja, einfach Vorschläge. Und